Welcome back to another German Food Review, and it's protein bar time. But it's a vegan protein bar, Coco Vanilla. You can see it vegan. Yeah, Avocado Man, have you tried a vegan's product? Actually, it's not vegans, it's a German word, or at least a German company, so it's vegans. Vegans. Alright, but everything is in English here, protein bar, Coco Vanilla, right? But this is German, hoher Proteingehalt, so high protein, right? So, it's quite expensive, and I don't have really the best experience with vegan protein bars, because they are most of the time quite dry. I hope this one is not super dry. Yeah, let's see. 1.45 €, 180 calories per bar, how many? 45 gram, and 12 gram of protein, 27 per 100 gram. So 400 calories per 100 gram, so one or less than chocolate. For example, 13 are quite high in fat. Could be lower in fat. Okay, salt is also quite high, right? Almost 1%. What's in here? What's the protein source? Where is it? Ah, that's the English on the first page. Organic protein bar with cocoa nibs and vanilla. Protein mix, 32%. Pea protein and brown rice protein. Okay. Syrup, rice syrup, cocoa mass and so on. Dried dates. Yeah, a dates protein bar. That's nice, I think. But okay, let's try this here. Whole hemp needs seeds, okay. Yeah, it's actually, there's German, right? A Bio-Proteinriegel mit Kakaobohnenstücken und Vanille. Alright, let's open it. Oh, I have to destroy the nutrition label. Oh boy, that looks dry. Looks like the other one. I reviewed one already. Okay, yeah. I want a good consistency too, right? Not just, I don't know, flavor. No, it's not enough, so let's do something here. Like this, alright. And this, yeah, looks really dry. Okay, let's cut it in the middle. Or maybe it's not. Not sure yet, you can see the nips. Let's break it. Okay, yeah, it's not, I like protein bars because of the consistency, it's nice and chewy. Let's try this one here, here we go. Okay. Yeah. It's like eating flour or so. It's really sandy. Okay, no. Also, the flavor is not really nice. It tastes more like, I don't know, wood. Not like cocoa or not like vanilla. Here we go. No. You can feel the pieces, right? That's okay. But overall, the consistency is not really nice. It's too dry. Already after the second piece. Oh, there you go. Okay, that doesn't work. Now maybe you like the sandy consistency. That is for you. That's not for me. It's horrible to chew. One tiny piece is okay, maybe. Then you have a lot of spit to cover it up, but after that, it's really horrible. Really, it's like eating flour. And also the flavor is, maybe there's now a little bit of cocoa. I know this does not work. I mean, if you cut that, that feels quite nice. But if you chew it, then it's not so nice anymore. Maybe you have to eat it in tiny pieces. But still, the flavor is not awesome. Why is it so dry? Because of the protein? I mean, it's just 32% of protein. Put more dates in it.
More dates. What's the rest? Cocoa butter, more butter. What's actually the rest? I mean, the rest isn't dates, right? I mean, no, there. I don't see dates. It's just 32%. I don't know. Sea salt. Ah, 99%. I'm sorry. It's not nice. Not even for 50 cents. No. Flavor is average. Somehow tastes like a woodish cocoa. Like very fine wood pieces. And consistency is terrible. Alright. Oh, I need something to drink. 99%. And here's the price, by the way. 1.45 €. Come on. Thanks for watching. I continue in German. So, ich muss mal kurz erfrischen. Okay, und es gibt einen Proteinriegel von Vegans. Ja, Koko und oder Kakao und Vanille und hoher Proteingehalt. Okay, vegan. Ah, ist furchtbar, sag ich jetzt schon mal. Und der ist auch irgendwo deutsch, Bio-Proteinriegel mit Kakaobohnenstücken und Vanille. Okay, das klingt schon mal ganz gut. Und 32% Proteinmischung ist da drin, Erbsenprotein und braunes Reisprotein. Das sollen aber nur 32% sein, okay. Was ist der Rest? Datteln, ich glaube nicht, dass da 60% Datteln drin sind, denn Dattelriegel fühlt sich anders an. Kakaomasse. Keine Ahnung, Reissirup, weiß ich auch nicht, das macht auch nicht 50% aus. Natürliches Aroma, was ist der Rest? Kein Plan. Das können auf jeden Fall nicht die Datteln sein. Und wenn doch, dann behandelt die Datteln mal bitte anders. Ja, so sieht's aus. Und ja, das sieht schon nicht so nice aus. Ich meine, es sieht okay aus so, aber es sieht sehr trocken aus. Kosten tut das Ding 1,50 oder 1,45 in DM. Vegan Proteinriegel. Ja, werden wir mal kosten. Und ich liebe diese Konsistenz von Proteinriegeln, von den meisten Proteinriegeln. Die ist so besser als Schokolade. Aber wie mal das hier kosten. Ich mal in die Mitte zu schneiden. Also das Schneidgefühl fühlt sich gut an. Ja, und so sieht es aus. Da seht ihr die Kakaostückchen. Okay, das werden wir mal kosten. Hier liegen. Oh, ich weiß nicht, wie man das essen kann. Ich meine, das muss noch jemand testen. Erstmal drei Riegel davon hintereinander. Das sind 150 Gramm. Das kriegt ihr niemals runter, ohne was zu trinken. Das ist, als wenn man Mehl isst. Das schmeckt, auch das Aroma ist diesmal nicht so nice. Schmeckt irgendwie wie holziges Kakao. Holziger Kakao. Und es brennt so. Als wenn man wirklich irgendwie so Sägespäne isst. Das ist furchtbar. Nee, das geht nicht. Gibt es wirklich jemanden, der das mag? Diese Konsistenz? Ja. Dann seid ihr hardcore. Das ist auf jeden Fall klar. Ja, wie sind denn die Kalorien eigentlich? 180, okay, das geht so, 400 für 100 Gramm und jetzt brennt es so. 100 weniger Schokolade, 27% Eiweiß, okay, das geht auch, sehr viel Salz. Ja, weniger Salz bitte und Kohlenhydrate 40%. So, dann kann ich jetzt nicht mehr lesen. Ah, 33% Zucker, okay. Ja, ne, das bekommen 99%. Geschmack ist jetzt nicht so geil, aber okay, das würde noch so gehen. Aber die Konsistenz ist einfach nur furchtbar. Als wenn ihr so Strandsand esst. Richtig feinen Sand. Brennt auch so um Rachen. Oh, ist furchtbar. Es wird immer schlimmer mit jedem Stück. Okay, 99%. No way. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum... Jetzt muss ich erst mal was trinken. Nächstem Video.